Leute, willkommen zu einem niegelnagelneuen Let's Play und zwar Pokémon Smaragd Edition. Drücke Start. Das war ja das war ja euer, ich sag mal, Wunsch-LP so ein bisschen. Ich habe ja gefragt, Mario oder Pokémon und ihr leitet, nicht Mario, Pokémon. Und dann habe ich gefragt, welches Pokémon, habt ihr gesagt, Smaragd oder beziehungsweise dritte Generation. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir Smaragd. Also, was gibt's zu sagen? Ich habe jetzt aber das Intro durchlaufen lassen, wie man eventuell gemerkt haben sollte. Was auch noch zu sagen ist, viele von euch haben sich auf das Projekt gefreut. Da habe ich schon einige Kommentare gelesen, dass ich so, oh, ich freue mich total auf Pokémon Smaragd. Ich hoffe, dass ihr es dann auch schaut. Also, wäre schön natürlich. Also, müsst ihr nicht, ich zwinge niemanden, aber da habe ich gedacht, boah, das lohnt sich dann ja richtig, wenn ich jetzt so ganz viele Kommentare bekomme. Ja, es hat sich anders, als ob ich total kommentargeil wäre, oder? Egal. Schreibt einfach, wenn ihr Kommentare schreiben wollt. Und ich freue mich mit euch. Ich freue mich mit euch zusammen auf dieses Let's Play. Keine Ahnung, ich bin momentan nur am Hoffen, dass meine Lüftung nicht zu laut ist, man sie nicht hört. Aber ich denke mal, ich rede so laut, dass es okay sein wird. Und zweitens, weil meine Lüftung war ja auch beim Metroid kein Problem, also sollte eigentlich passen. Und zweitens hoffe ich, dass das Spiel, was ich auch nicht glaube, nicht so anspruchsvoll ist, wie das ist. Wie drückst du jetzt am besten aus? Es darf nicht zu anspruchsvoll sein. Und wir drücken Start. Danke. Bevor es jetzt hier nochmal von vorne beginnt. Okay. Wir haben hier neues Spiel und Optionen. Gehen wir mal gleich mal Optionen gucken, weil ich ansonsten hier nachher noch verzweifle mit der Textgeschwindigkeit. Ich habe ja die gleiche Steuerung wie bei Metroid mit dem neuen Controller. Ich habe ja den Xbox-Controller hier. Ich spiele wieder mit dir so wie immer, also mit dem Analog-Ding. Ich wusste jetzt nicht ganz genau, wie es besser ist. Weil, das Steuerkreuz im Xbox-Controller gefällt mir nicht ganz so. Ich gucke jetzt mal, ob es passt von der Steuerung her, sonst muss ich es nachher umstellen eventuell. Also Animation ein passt, Kampfstil, Wechsel passt, Ton. Ja, okay, da würde ich euch mal gerne fragen, was ist euch denn eigentlich lieber? Weil es gibt ja Leute, die hören nur mit einem Kopfhörer, so wie ich normalerweise immer, wenn ich irgendwie zocke auch. Da habe ich dann immer nur einen Kopfhörer drin und dann höre ich halt immer nur die Hälfte von dem Spiel. Also deswegen nehme ich normalerweise, ich nehme eigentlich trotzdem Stereo, weil Stereo halt Stereo ist, ne? Aber Mono ist halt auch nicht schlecht, weil dann hört man halt beides zwar auf einmal, aber egal, ich mache jetzt mal Stereo, weil Stereo cool ist. Aber, was ist denn normal und L und R? Hä? Ich frage am besten gar nicht, weil für mich ist L und R halt L und R und das ist für mich normal, ne? Ja. Genau. Option. Also ich sag mal, jetzt ist mal Stereo, schreibt mal in die Kommentare, was ihr so davon haltet. Das ist mir zumindest mal aufgefallen, dass das so ein bisschen nervig ist. Zumindest in meinen Augen. Und jetzt noch ein schöner Rahmen. Oh, guck mal, so klassischer Rahmen. Nee, nehmen wir nicht. Nee. Irgendwas Cooles. Yeah, Neonlichter. Bällchen? Oi, das ist doch geil. Warte, gibt's doch irgendwas Besseres? Das sieht aus wie diese Mario Kart Strecke bei solchen irgendwelchen so Games, genau. Mario Kart ist ja überhaupt kein Game oder so. Nein, nehmen wir das ja, weil es irgendwie cool aussieht. Und ja. Boah, Silo. Neues Spiel. Ich weiß, das habe ich schon wieder ewig lang gebraucht, um hier überhaupt anzufangen. Ich habe auch schon mal kurz angetestet, ob es läuft. Also es sollte an sich eigentlich keine Fehler geben. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk. Die sind alle nach Bäumen benannt, die Professoren. Das finde ich lustig. Aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Und so werden auch alle Professoren in Pokémon genannt. Ist irgendwie Zufall, nicht wahr? Dies ist ein sogenanntes Pokémon. Das wissen wir. Sehr schön. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Nein! Okay. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen, als Freunde oder als Arbeitskollegen.
Okay, wie darf ich mir Letzteres vorstellen? Ich stelle mir gerade so einen Büroalltag vor mit so einem, so, also so Schreibtisch und so, und dann ist da am einen sitzt so ein normaler Typi, so ein Arbeiter im Anzug und so, daneben sitzt so ein Maschok. Das ist doch wohl irgendwie ein bisschen unpassend, ne? Okay. Ich weiß nicht, wie es gemeint ist, man sieht es auch gleich im Spiel. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Manchmal, auf jeden Fall. Nicht immer oder so. Doch obwohl wir dem Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse über die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau, das tue ich. Ja, und wer bist du? Ja, danke, dass ich die Auswahl habe. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ja, die beiden haben zur Auswahl. Der Typ, das sieht aus wie weiße Haare. Der hat aber eine Mütze auf, meines Wissens. Wobei, ich sehe jetzt immer noch mal das weiße Haare an. Ich nehme Jung, weil Junge und so, ne? Fein, wie heißt du? Das hört sich so blöd an. Fein. Okay, ich weiß nicht, sind die Namen in dem Spiel groß geschrieben? Ich glaube, die sind noch groß geschrieben. Also, dann schreibe ich mich jetzt auch mal groß, weil sonst sind sie so aus der Reihe. Das ist so schlimm. Ich nenne mich Black. So wie in Pokémon Weiß auch schon, was ja leider abgebrochen wurde. Weil Black einfach cool ist und halt zum Kanal passt. Okay. Ich muss nur gucken, dass ich nicht auf diesen blöden Xbox-Button drücke. Du bist also Black. Ja. Gut bemerkt. Okay, jetzt habe ich es. Du heißt Black, das habe ich gerade eben gesagt. Und bist gerade nach Wurzelheim, meinem Heimatort, gezogen. Okay, von mir aus. Gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Komm später in mein Labor. Ich erwarte dich dort. Und ich habe so das Gefühl, dass ich die Stimme sofort wieder vergessen werde. Und naja, zum Glück müssen wir nicht so oft mit dem reden. Gut so. Ich habe keinen Bock auf Monologe. Ich überlege gerade, ob ich 15 oder 20 Minuten Parts mache. Ich denke, der erste Part wird auf jeden Fall 20 Minuten, weil Einleitung und so, ne? Wir fahren im Lastwagen, überhaupt nicht gefährlich und so, ne? Bloing. Hallo. Yay. Schwupp. Yay. Black, wir sind da, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unsere Sachen war bestimmt ermüdend. Und irgendwie, regelwidrig, also verkehrswidrig, das darf man eigentlich gar nicht, soweit ich weiß. Nun, wir sind in Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Dies ist unser neues Zuhause. Ist das idyllisch? Man kann hier sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Ja, so wie überall anders auch, ne? Und du bekommst dein eigenes Zimmer, Black. Boah, wie toll, ich bekomme mein Zimmer. Yay! Lass uns hineingehen. Yay, ich darf reingehen. Mann, das meinte ich mit Arbeitskollegen, ne? Mutter. Wer nennt seine Mutter heute noch Mutter? Also, ich meine, das geht nicht. Na egal. Siehst du, Black? Ich habe immer noch diese halbe Professor Birk-Stimme mit drin, ne? Hier ist es doch auch schön, oder nicht? Die Pokémon machen für uns den Umzug, räumen alles ein und machen sauber. Das ist doch so praktisch, so etwas von praktisch. Black, dein Zimmer ist oben. Schau es dir doch mal an, Spatz. Warum nennst du mich Spatz? Ich bin kein Vogel. Vati hat dir eine Uhr zur Begrüßung geschenkt. Also Mutter und Vati. Okay, ich sag nichts. Vergiss nicht, sie einzustellen. Okay. Ja, das hier sind Mundtier. Hallo Mundtier. Rubin Saphir sind das hier, glaube ich, Maschok an der Stelle. Deswegen ist mir Maschok eingefallen vorhin. Ui, wir haben ein Zimmer. Cool. Was für ein Privileg. Hab ich nicht. Oder auch doch. Die Uhr ist stehen geblieben. Stelle sie besser ein und ziehe sie auf. Und konzentriere dich bitte aufs Lesen. Wie viel Uhr haben wir denn gerade? Wir haben... Ich stelle einfach mal auf die aktuelle Uhrzeit ein. Njom, sum, sum. Ich hoffe, die innere Uhr funktioniert. Ansonsten könnte es nachher Probleme geben mit einem gewissen Pokémon, das ich gerne im Team hätte. Ich habe Hinweise darauf gegeben, welches Pokémon ich gerne im Team hätte. Wie schlimm. Wir haben 1, 2, so. 48. Ja. Ja. Black, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Gut, alles ist wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist... Ich wollte ach, im Erdgeschoss lesen. Ist alles auf... Ist komplett eingerichtet. Die Gen-Sim, ich höre besser auf zu lesen, hat eh keinen Sinn. Pokémon-Umzugshelfer sind so praktisch. Oh, du solltest prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist. Ja. Mein Schreibtisch ist größer. Haha, und ich habe einen Bildschirm... Oh, du hast auch einen Bildschirm, schade. Black, schalte die PC ein. Was möchtest du tun? Dekoration. Nee, geht nicht. Briefbox. Hier ist kein Brief. Danke. Extrem hilfreich. Was haben wir denn hier? Item nehmen. Wir haben einen Trank, den will ich haben. Danke. Trank. Bett. Hallo, Bett. Ich schlafe eine Runde. Yay. Ja, ich gehe hier auch ein bisschen auf die Einzelheiten so ein bisschen ein. Schaut sich die Karte der Höhenregion an. Ui, ist die groß und viel Wasser.
Ja, das Blaue ist Wasser. Ganz by the way. Also, das da ist Land, das da können wir nicht hin und das sind Städte und das ist Wasser. Das sind Städte und das ist Wasser. Entschuldigung, nicht das ist Städte. Okay. Und soweit ich weiß, ist die höhere Region auch die Region mit dem... Was wollte ich jetzt sagen? Mit dem meisten Wasser. Hier ist ein Nintendo GameCube, voll veraltet. Ein Game Advance ist angeschlossen und dient als Controller. Ich spiele aber nicht auf Game Advance, also ist mir egal. Und die Steuerung geht ganz gut mit dem Ding hier. Oh, Black, Black, schnell, komm hierher! Okay, ich komme! Voll Speed, also Schrittgeschwindigkeit. Da, da ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, Fati ist im Fernsehen. Yay, zeig her. Das war unsere Reportage über die Arena in Blütenburg City. Mann, sind das viele Stimmen schon am Anfang. Ist schlimm hier. Oh, schon vorbei. Ich glaube, Fati war im Fernsehen und wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, einer von Fatis Freunden lebt hier. Professor Birk ist sein Name. Ja, der hat mich schon vollgequatscht vorhin, ne? Komisch, ich hab den nicht einmal getroffen, der hat mich schon vollgequatscht. Finde ich sehr interessant. Er lebt gleich nebenan, daher solltest du hinübergehen und dich vorstellen. Okay, kann ich machen. Wurzelheim. Oh yeah. Haus von Black. Mutter wird wieder gekonnt ignoriert. Finde ich super. Bei mir steht auch an der Tür Haus von Moritz. Ich meine, alles andere ist unwichtig. Ich weiß. Hallo, du. Wie? Professor Birk? Der Professor arbeitet an einer Feldstudie, also ist er nicht hier. Hm. Okay. Oh, ich erkläre dir was. Nein. Man beobachtet und studiert Dinge in einem natürlichen Umfeld, hier in Feldern, bla bla bla. Bla, Professor, bla, Schreibtisch, bla. Natur, bla, Dinge beobachten, bla. Danke. Okay. Er ist nicht hier. Hätte gereicht. Danke. Mit dir rede ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich mit allen reden werde. Wurzelheim, ein Ort. Das war jetzt ein Keks. Wurzelheim, ein Ort, an dem, wie es ihn nur einmal gibt. Ja, genauso wie München oder Köln oder Hamburg oder so. Gibt's auch nur einmal. Normalfall, ne? Oh, hallo, wer bist du? Ja, lese ich jetzt nicht alle vor. Oh, du bist Black, unser neuer Nachbar. Hallo. Hast du nicht schon Hallo gesagt oder habe ich das jetzt irgendwie überlesen? Wir sind ein Kind in deinem Alter. Wir haben es wieder mit deutscher Sprache. Wir haben ein Kind in deinem Alter. Meine Tochter. Ernsthaft? Muss das sein? Kann man das nicht einfach korrigieren? Ist jetzt nicht so schwer. Meine Tochter freut sich schon darauf, mit dir Freundschaft zu schließen. Schön, dass man dieses E eingeklammert lassen muss. Oh, ein Pokéball, den... Hey, ein Gamecube, wie es nicht auf der Welt gibt. Dies ist ein Nintendo Gamecube. Er ist orange. Die gibt's gar nicht. Hey, Pokéball, nehme ich. Hey, wer bist du? Was? Wer bist du denn? Ein Einbrecher! Ach, du bist Black. Du bist heute hierher gezogen. Ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Ich hab's außerdem richtig gemacht mit dem Namen. Er ist groß geschrieben. Ich habe diesen Traum, mit Pokémon in der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Ja, dann viel Glück. Ich habe schon von dir gehört. Mein Vater, Professor Birk, hat mir von dir erzählt. Ach, der Kerli. Ich habe getroffen, genau. Ich denk mir schon so weit. Ich lese das richtige Wort. Denk mir ein anderes Wort und dann komme ich raus. Es ist schlimm. Ich habe gehofft, dass du nett bist, Black, und wir Freunde werden. Ist das nicht albern? Ich habe dich doch gerade erst kennengelernt. Ich kann die Lache sowieso nicht, also lasse ich sie einfach mal. Oh nein, ich habe jetzt total vergessen. Das habe ich ja total vergessen. Ich sollte Fati doch helfen, einfach wilde Pokémon zu fangen. Bla. Black, wir treffen uns später. Danke. Tschüss. Ich will trotzdem den Pokéball haben. Der Pokéball gehört Michael. Lass ihn lieber Esser liegen. Ach Mann. Wie blöd. Wir tragen beide grün. Das ist nicht cool. Hey, du hast auch eine Uhr. Ich habe auch eine. Hey, ihr seht, wie viel Uhr es ist. Toll. Davon könnt ihr euch jetzt was kaufen. Freut euch. Yay. Wurzelheim. Ich finde das auch sehr interessant, dass hier genau zwei Häuser stehen. Das ist allgemein so eine Logik in Pokémon-Spielen. Es wohnen Heimatstadt. 2 bis 4 Häuser. Kommt drauf an, welches Edition man spielt. 2 Häuser plus Labor meistens. Oder 4 Häuser plus Labor, irgendwie sowas. Ja, das nennt man wohl, Kuhkaff. Hallo. Das ist ein fürchterliches Pokémon. Ich kann seinen Ruf hören. Ich würde ja gerne mal nachsehen, was da los ist, aber ich habe kein Pokémon. Ich auch nicht. Scheiß drauf. Kannst du nicht wenig nachschauen, was los ist? Ja, kann ich schon. Hilfe! Okay. Hallo. Ich habe seine Stimme schon wieder vergessen. Das ist schlecht. Hilfe! Du da drüben! Bitte, hilf mir! Hilfe! In meinem Beutel findest du einen Pokéball! Ja, ich habe seine Stimme wieder voll vergessen. Sollte ich mir vielleicht mal kurz danach anhören nochmal. Hi. Weil ich jetzt hingehe. Wo willst du hin? Du lässt mich nicht im Stich!
Doch, eigentlich schon, aber egal. Okay, gucken wir mal nach. Wir haben hier eine gewisse Auswahl. Wir haben einen Waldgecko, einen Geckerbohr. Hallo. Wir haben ein Flemmli, ein Küken und ein Lehmhüpfer. Ein, was auch immer ein Lehmhüpfer ist. Ein Frosch oder irgendwie sowas. Ein Hydropi. Ich mag in dieser Generation eigentlich alle Start-Pokémon. Ich habe mich jetzt aber dafür entschieden, einfach von Typgründen und so. Hier mein kleiner Zettel mit Namen und blöd. Welches Pokémon ich nehme, und zwar nehme ich Flemmli. Yay! Bam, bam, bam. Oh yeah. Die Mücke ist so übelst geil. Ein Zickzacks. Zickzacks, Entschuldigung. Und männlich oder weiblich? Männlich oder weiblich? Männlich. Damit steht der Name schon mal fest. Da war ich mir nämlich nicht sicher, weil ich einen weiblichen Namen noch dabei habe. Wir spammen einfach mal unseren Kratzer. Deswegen musste ich gucken, wie... Wenn es weiblich ist, hätte ich es jetzt anders benannt, als wenn es männlich ist. Ist ja logisch, ne? Ich will schon irgendwie geschlechtspassenden Namen haben. Und ich sollte... Ich hoffe, ich nehme keinen Fall, sonst muss ich das irgendwie korrigieren. Was schwierig werden könnte. Oder derjenige muss damit leben. Also, ja, beim Start-Pokémon ist es jetzt so, also bei manchen bin ich mir sicher, bei einem bin ich mir nicht sicher. Und ich entschuldige mich sofort, falls es irgendein Fehler sein sollte. Aber ich gehe einfach mal davon aus, ne? Also ich entschuldige, es ist eine große Entschuldigung, falls es sein würde. Puh, ich habe im hohen Gras Pokémon studiert, als ich angesprochen wurde. Du hast mich gerettet, vielen, vielen Dank. Oh, hi, du bist doch Black. Aber dies ist nicht der Ort für ein Schwätzchen, komm doch mit. Woher weiß der, wie ich heiße? Ich weiß, ich habe ihm in der Einleitung meinen Namen gesagt. Aber, ich bin gerade erst angekommen mit dem Lastwagen. Der kann mich noch nicht getroffen haben. Komm doch mit in mein Pokémon-Labor, okay? Ich hoffe, das weiß ja in etwa die Stimme von vorhin. Du bist also Black. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ja, das passt, glaube ich. Ich habe auch erfahren, dass du noch kein eigenes Pokémon besitzt. Nicht einziges. Aber beides das Gleiche. Aber wie du eben gekämpft hast, diese Gelassenheit. In deinen anderen fließt wirklich das Blut deines Vaters. Und das eines Zockers, möchtest du sagen, ne? Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du dabei benutzt hast. Black Held Flemmli. Oh yeah. Willst du dem Flemmli einen Kosenamen geben? Ja. Habe ich ja schon gesagt. Pokémon werden, glaube ich, in der Generation auch noch groß geschrieben, also werde ich das ja auch hier beibehalten. Es sieht sonst so blöd aus, wenn alle Pokémon groß geschrieben werden, nur die eigenen Namen irgendwie klein. Ne? Wenn es weiblich wäre, den Namen für, für das weibliche Pokémon, da muss ich mir sowieso noch genau überlegen, welche von den beiden Teilen des Namens ich genommen hätte. Deswegen ist es für mich jetzt ganz einfach. Ich nenne... Warte, wie viele Buchstaben habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Nein, ein Buchstabe zu viel. Okay, dann muss ich's. Ich hab schon mal nachgeguckt gehabt. Es gehen 10 und es sind zu viele. Es wären 11 Buchstaben, die ich nehmen wollte. Also nenne ich ihn einfach S-I-M-O-N. Simon. Und zwar der Volltrottel. Hey! Hi, Volltrottel. Da ich keinen hatte, der Flemmli sein wollte, habe ich ihn jetzt einfach mal so entschieden, ne? Okay. Wenn du dich mit Pokémon beschäftigst und Erfahrungen sammelst, wirst du mit Sicherheit ein sehr guter Trainer. Mein Kind Maike studiert ebenfalls Pokémon und hilft mir dabei sehr. Black, meinst du nicht, es wäre eine gute Idee, wenn du dich mit Maike triffst? Ich weiß nicht. Ich meine, wir kennen uns seit etwa 5 Minuten. Okay, von mir aus. Großartig, Maike wird sich auch sehr freuen. Maike soll dir beibringen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Ich finde das so dämlich, dass in den alten Generationen diese Eigennamen großgeschrieben werden. Ja, ich hab's jetzt auch gemacht, aber nur weil... Wir haben coole Streifen auf unseren Schuhen, cool. Die Aussage ist wieder mal brillant. Nein, ich bekomme noch nicht meine Truppe wieder. Mann! Okay, auf zur ersten Route. Route 101. Dass die Namen großgeschrieben werden. Ich hab's jetzt hier auch gemacht, aber... Das lag mir mehr daran, dass ich halt darauf Rücksicht genommen habe. Naja. Sagen wir mal, dass ich auf die Umstände Rücksicht gemacht habe, weil es halt doof ist, wenn alles klein großgeschrieben wird und dann das eine klein. Ich finde das toll, wie das Spiel einfach auf Grammatik scheißt. Das ist... Oh, jetzt habe ich das in die Speed-Taste gedrückt. Das war jetzt ein Versehen, tut mir leid. Das mache ich eigentlich nicht. Das hatte ich zumindest nicht vor. Denn wir wollen hier in aller Ruhe durchspielen. Das hat jetzt überhaupt keine Eile. Das Spiel wird auch... Also, ich habe mit 50 Parts mal gerechnet, aber... Ich sage in Part 1, dass ich damit 50 Parts gerechnet habe. Wow. Yay. Los, Simon. Na, Grüße an der Stelle nochmal an Simon. Hallo. Der wahrscheinlich auch wieder das Thumbnail entworfen haben wird.
denke ich mal. Und die Animation stimmt. Gut. Da hatte ich nämlich schon andere Beispiele gesehen, wo es eben nicht gestimmt hat. Da war irgendwie über den ganzen Bildschirm gegangen und das ist ja falsch. Dann sage ich schon mal Danke an den Simon, falls er mir wieder das Thumbnail für ihr entwirft, was sehr wahrscheinlich sein wird, weil er eigentlich immer meine Thumbnails macht. Nee, abgesehen von Kirby, Nightmare Dreamland. Da habe ich mein erstes eigenes Thumbnail entworfen. Ich bin voll stolz drauf, ne? Und so. Okay. Dum, 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 Rosalstadt, wir gehen heilen. Oh, ich liebe diese Melodie. Ja, ich höre gerade nur die halbe Melodie, das ist ein bisschen doof. Weil Kopfhörer und so. Das zum Thema Stereo. Ja, wie gesagt, ich frage euch nochmal. Wollt ihr Stereo oder Mono? Und bis ihr das überhaupt hört, dann wird eh schon viel vergangen sein. Wahrscheinlich bis Part 20 oder so, weil ich jetzt gucke, dass ich viel voraufnehme. Ha, ich arbeite im Pokémon-Supermarkt. Kommst du bitte einmal mit mir? Okay. Wow, was für eine Wanderung. Dies ist ein Pokémon-Supermarkt. Er ist an dem blauen Dach erkennbar. Wir verkaufen eine Menge nützlicher Dinge wie Pokebälle, mit denen man Pokémon fängt, die ihr aber noch nicht auf Lager habt. Warum auch immer. Hier ist ein Item quasi als Werbegeschenk für dich. Trag erhalten! Wow! Und, ich finde, ist... Ja, lass mich in Ruhe. Ich höre gerade nur... hab ich einen Kratzer auf dem Bildschirm? Ich hoffe, das ist jetzt nur ein Fleck, weil das ist echt scheiße, weil das ist gerade mit auf dem Bildschirm und da... einen Kratzer zu haben, ist ein bisschen doof. Ich finde das Beispiel Pokebälle gerade ein bisschen ungünstig, denn, naja. Pokebälle. Ich sehe es. Ganz, ganz toll. Ah, wir sehen schon, wie viel wir haben und ich kaufe mir noch ein paar Tränke, einfach zur Sicherheit und so. Nein, 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 lass mich. Don't do this to me. Danke. Ah. Okay, Leute, das war's dann aber auch schon wieder vom ersten Part vom Pokémon Smaragd. Ich war schon kurz davor, irgendwas anderes zu sagen. Ich weiß nicht was, also fragt mich nicht. Im nächsten Part werden wir mal Maike da oben aufsuchen, weil wir müssen noch da weiter und mal mit dem Typi da hinten quatschen, weil der hat auch noch was Interessantes zu sagen, ne? Für Kenner des Spiels wissen, was ich meine. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, weil... Warum will ich Pokémon Mystery Dungeon sagen? Wir sehen uns das nächste Mal. Sprache aktivieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Pokémon Smaragd. Bis dann. Ciao.